Also wir haben uns halt mal die Verhältnisse im Dürnbachtal angeschaut, also von Neuhaus Richtung Bodenschneidhaus darauf. Und in dem Dürnbachgraben liegt brutal viel Schnee, also so 1,5 Meter fast. Und da im untersten Teil rechts schon einige so Gleitschneemäuler noch drin. Das heißt, wenn es da noch wärmer wird oder so, könnte der Forststraßenaufstieg auch mal einen größeren Rutsch abkriegen. Jetzt bei den Schneemengen reicht, wird das locker ausreichen, dass man das verschüttet. Normalerweise ist das kein Problem. Und was jetzt auch sehr bedrohlich ist, ist da die Schneebruchsituation. Also da haben wir schon sehr viele umgestürzte Bäume, auch frisch umgestürzte. Und wir sind jetzt so eine halbe Stunde ungefähr raufgegangen und haben dann für uns entschieden, dass wir das uns jetzt schenken, falls es da wirklich ein bisschen mehr Niederschlag nochmal kommt, beziehungsweise der Wind aufkommt, dass dann vielleicht auch der Schneebruch nochmal akuter wird. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt runter und gehen nochmal in Breitenstein, da waren wir gestern, da war das unproblematisch.